Hallo, ich bin Dr. Dago. Und das ist das Kinderkrankenhaus Wilhelmstift, die größte Kinderklinik in Hamburg. 6 Monate lang bin ich hier zu Gast und begleite die kleinen Patienten von ihrer Aufnahme bis zur Entlassung. Ich darf dabei sein, wenn in der Handchirurgie komplizierte Eingriffe vorgenommen werden. Eine große Ehre, denn diese Abteilung ist über die Grenzen Deutschlands und Europas bekannt. Auch in der Neuropädiatrie und in den anderen chirurgischen Abteilungen darf ich assistieren. Rund 3500 Kinder werden jährlich stationär behandelt. Ich freue mich auf meine Arbeit hier, ein Teil des Teams zu sein und vor allem auf meine kleinen Patienten, denen ich viel Mut und Kraft geben möchte. Das ist unser Doktor. Der ist extra für dich hierher gekommen. Hallo. Eine kleine Kamera in meinem Stethoskop hilft mir immer ganz nah bei meinen Schützlingen zu sein. So kann ich gut auf sie Acht geben und für sie in den wichtigen Momenten da sein. Und Dr. Dago passt auch gut auf mich. Dr. Dago hilft Kindern, seine Gefühle auszudrücken und Vertrauen zu fassen. Also Dr. Dago hat Marie irgendwie geholfen. Denn sie behandelt ihn, als würde er ja, lebendig sein. Na, also wie ein Freund. Es wäre schön blöd, nicht an Wunder zu glauben. Heute bringt mich Dr. Suss, Chefarzt der Kinderchirurgie, zu Emanuel. Er ist 6 Jahre alt und muss dringend operiert werden, damit er wieder beschwerdefrei mit seiner Prothese laufen kann. Ich bin echt gespannt auf ihn, denn seine Familie hat mir schon ein kleines Video geschickt. Ja, das ist der Emanuel. Emanuel Josef. Wie alt bist du? 6 Jahre alt. Wie alt? 6 Jahre alt. Genau. Ja, Emanuel hat mit 1 Jahr und 9 Monaten Meningokokken-Sepsis bekommen. Das ist eine Blutvergiftung. Und durch diese Sepsis mussten sie ihm die Unterschenkel, beide Seiten amputieren. Ne? Ja, schon. Und dann ziehst du das an und dann hakt sich das ein. Ne? Kann er noch so aufnehmen? Es gibt nichts, was er nicht kann. Also ist eigentlich so vom Dinger, wie ihr das andere kennt. Ich denke Füße. Bye, bye. Okay. Hallo, Emanuel. Hallo, Dr. Suss. Na, grüß dich. Hallo. Hallo. So, wir hatten uns gerade schon gesehen. Ja. Grüß dich, Emanuel. Sag mal hallo. Hallo. Ciao. Kennst du ihn schon? Mhm. Das ist der Dr. Dago. Mhm. Der ist unser Gast in der Klinik. Und der möchte dich mal kennenlernen und möchte auch ganz viel von dir lernen, weil ich glaube, du hast ganz viele Geschichten zu erzählen mittlerweile, oder? Ja. Darf der sich ein bisschen auf dein Bett mitsetzen? Ja. Prima. So, der Dr. Dago. Hallo, Emanuel. Du magst mir gerade noch mal dein Bein zeigen? Prima. Und der darf dir auch mal ein bisschen zuschauen, ne? Ja. Super. Weil der wird dich auch gleich im OP mit begleiten. Okay. Ja? Gut, was wir gleich machen wollen ist, wir wollen hier an dein Schienbein gehen und im Bereich der Wachstumsfuge das soweit korrigieren. Jetzt wächst es etwas ja nach innen. Mhm. Da hast du Probleme mit deinen Prothesen, dass dann durch die Operation das Schienbein wieder gerade wächst. Mhm. Und damit deine Prothesenversorgung besser wird. Mhm. Alles klar. Hast du noch Fragen an mich? Du hast es ja schon letztes Mal gesehen, als ich die Leine anhatte, dann war ja das Bein auch gerade. Genau. Und jetzt wollen wir nur zuschauen, dass das in Zukunft auch so bleibt, dass das einfach besser klappt mit den Leinern, weil wenn wir da nichts machen, wird es noch weiter. Ja, und dann wirst du Probleme kriegen. Der Emanuel hat ja eine ganz schwere Infektion gehabt, die auch lebensbedrohlichen Charakter hatte. Und so etwas was verbindet halt, gerade wenn wir es dann schaffen, eben auch das Leben des Kindes zu retten, wenn er jetzt auch eigentlich behindert ist durch Unterschenkelamputation beidseits. Aber insgesamt ist es natürlich dann auch eine Freude, wenn die Patienten dann das Vertrauen zu uns haben und wir sie auch in der Zukunft dann weiter begleiten dürfen. Gut, du bist bereit? Ja. Du kriegst jetzt gleich deine Medikamente. Mhm. Und dann schläfst du nachher. Dann sehe ich dich, aber du nicht mich. Dann werden wir dich operieren. Mhm. Tschüss. Tschüss. Bis später. Bis später. Bleib später, ja. Danke. Ja, die begleitet dich jetzt, wenn es dir recht ist. Ja. Schön, er freut sich. Mhm. Bis dann. Ich freue mich auch und werde gut auf dich aufpassen. Aber sieht lustig aus, ne? Wo sind die? Ah, da sind die, ja. Kannst du daneben hinpacken, deine Kuscheltiere? Ja. Hör auf, Freunde. Genau. Jetzt bist du nicht alleine, jetzt seid ihr zu... Wie viele Leute seid ihr jetzt?
4. Ja. Gut gerechnet. Dann sind wir 4 startklar. Manuel? Was? Es geht schon los. Ja. Kommst du mit? Das linke Schienbein von Emanuel wächst schief. Dadurch hat er Probleme beim Tragen seiner Prothese. Damit Emanuel wieder unbeschwert laufen kann, muss die Wachstumsfuge in einer OP korrigiert werden. Ja, damit wir auch wissen, wie schwer du bist, damit wir auch das richtige Gewicht für die Medikamente haben. Ich kann das alleine, Mama. Ja, ist gut, na klar kannst du es alleine. Ich stell mich hin. Du stellst dich hin, alles klar. Guck mal, wie runtergeht. Einmal loslassen, wenn es geht. 2014 hat Emanuel Fieber bekommen und durch diesen Fieber, was nicht runtergegangen ist, sind wir dann hier ins Krankenhaus gekommen. Er war ja noch ziemlich klein, 9 Monate, ne? Und hat geschlafen und ist irgendwann dann in der Nacht wohl komplett blau angelaufen. Also sein ganzer Körper war so, als ob man ihn geschlagen hätte und so Blutgerinnse überall entstanden ist. Und da war diese Sepsis, diese Meningokokken-Sepsis, hat sich dann komplett innerhalb von einer Stunde ausgebreitet. Also es war schon so, dass wir nicht wussten, ob es überhaupt überleben wird. Und die auch nicht direkt wussten, wie reagiert er auf die Medikamente, nimmt er das an, ne, klappt das? Und zum Glück hat also alles soweit gut geklappt, sein Körper hat super drauf reagiert. Nur für die Beinchen war es halt zu spät. Ne? Es war einfach, bei den Beinen war halt nichts mehr zu retten. Und dann war die Entscheidung, okay, Amputation beide Seiten. Ja, was machst du? Natürlich, du bist froh, dass dein Sohn lebt. Scheiß drauf, ist es dann halt amputiert, dann läuft er auf Prothesen. Aber er läuft, er kann mit dir reden, er kann sich im Leben beteiligen und dann ist es scheißegal, ob es mit Prothesen ist. Ne? Ja, hast du dich gewogen? Ja. Wie viel wiegst du? 3 Kilo. Wie viel? 30, also mit so viel. 30 Kilo? Mein Gott, gut, dass Papa angefangen hat, Sport zu machen. Ich kann Fußball spielen. Bälle halten und... Wo waren wir gestern? Ich kann schwimmen. Ich mache schon einen Schwimmkurs. Schon lange. Übung macht den Meister. Was sagst du denn? Da hat mein Vater recht. Übung macht den Meister. Ja. Wir sind beide zum Glück der Einstellung, dass wir ihn nicht behätscheln und betätscheln. Ach, Ramon, und mach dies nicht, mach jenes nicht, und nein, so nicht, und das nicht. Nein, also vom ersten Tag an waren wir so, geh raus, mach alles wie jedes normale Kind auch. Und die Leute sollen sehen, dass man mit Prothesen auch alles machen kann. Ne? Ja. Komm, wir halten noch mal. Doch, wir sind auch so. Komm, Dr. Daniel. Du bist aber schwer. Mama. Weil mein Pferd die Klappe hoch. Klopp an. Nana. Guten Tag, Nasemann. So, Emanuel. Jetzt geht's aber los. Im OP warten schon alle auf uns. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo. Der liegt sich da. Genau, so, du fühlst einmal, der bleibt in seinem Bett. Bitte? Ja. Bist du? Magst du dich einmal lecken? Oh. Guck mal, gib den Anschnaller wie beim Autofahren. Weil wir so flott um die Kurve heizen hier mit dir. Mama. Ein Küsschen. Dann habe ich schon los. Und für Papa auch noch ein Küsschen. Okay. Tschüss, Papa. Ich wünsche dich bis gleich. Viel Spaß, ne? Und sei lieb da drin. Okay? Ich kann doch nicht lieb sein, ich bin doch, ich schlafe doch. Genau. Du bist ganz bestimmt lieb. Tschüss, so schlau. Ist du geküsst? Alles klar, so. Und los geht die Fahrt. Bis später, ja? Schön festhalten. Du bist ein tapferer kleiner Kerl, Emanuel. Wir sehen uns gleich wieder. Es ist immer so, wenn man so
das Ganze betreten. Man möchte gar nicht, aber es kommt immer mit einem hoch. Man weiß, wie stark er ist, aber... Es ist nicht mal ein schwerer Eingriff, aber trotzdem ist das immer so, die ganze Geschichte kommt hoch. Ja. Kann ich hier es werden nächsten 12 Jahre noch weitergeht. Und man wird uns immer wieder so leben, auch wenn er 17 oder 18 ist. Es wird immer weiter so weitergehen. Seit der Amputation vor 4 Jahren ist das linke Schienbein auf der Außenseite schneller gewachsen als auf der Innenseite. Damit es gerade weiter wachsen kann, muss das OP-Team um Chefarzt Dr. Suss 2 verschiedene Eingriffe durchführen. Das Ziel der Operation ist, da wo die Wachstumsfuge sich verschlossen hat, diese wieder zu eröffnen. Und auf der anderen Seite, wo das Wachstum noch normal stattfindet, dieses zu bremsen. Das machen wir so, wir sprengen in Anführungsstrichen die Wachstumsfuge, wo sie verschlossen ist. Man kann dort dann zum Beispiel eine Fettplombe einlegen. Auf der anderen Seite bringen wir ein sogenanntes Aidplate an, worüber dann das Wachstum in Anführungsstrichen eingebremst wird. So hat der Körper dann über die Zeit die Möglichkeit, diese Fehlstellung durch das Wachstum von ganz alleine wieder zu korrigieren.